Mein Name ist Bodo Schiffmann. Heute ist Mittwoch, der 6. Juli 2022. Viele Dinge sind die letzten Tage passiert. Aufrufe zu aufklärenden Gesprächen und Ähnlichem. Immer als offene Briefe. Diejenigen, die Fragen stellen, haben meine Telefonnummer. Ich habe sie zu meinen Freunden gerechnet. Im Rückblick muss ich einiges überdenken. Was hat Querdenken geschwächt? Woran ist Querdenken zerbrochen? Was ist Querdenken? Querdenken ist Michael Ballweg. Michael Ballweg hat eine Bewegung auf die Beine gestellt, die es geschafft hat, in nicht mal einem Jahr, ich sage mehr als 1 Million Menschen, nach Berlin auf die Straße zu bringen. Am 1.8., am 29.8. Dazu ist er in Vorleistung getreten. Einige sind durch Michael Ballweg aktiv geworden. Auch Rechtsanwälte, auch Menschen, die Busfahrten organisiert haben. Sie haben mit auf den Bühnen von Querdenken gestanden, sie haben mit Querdenken gegründet. Dann haben sich nicht die Medien, Menschen von außen haben zwar auf uns gezeigt, aber sie haben nicht wirklich was gemacht. Dann wurde Querdenken von innen demontiert. Von Menschen, die, meine persönliche Einschätzung, es nicht ertragen haben, dass der Ruhm auf der Bühne, auch wenn man dort Redner war, am Ende Michael Ballweg zugesprochen wurde. Der war vielleicht nicht der beste Redner. Der war vielleicht nicht der aggressivste, der irgendwo aufgetreten ist. Er hat vielleicht nicht mit einem Megafon bewaffnet Leute niedergeschrien. Er war immer ruhig, er war immer friedlich und nett. Viel zu friedlich, viel zu nett. Die Bewegung wurde von innen zerstört. Die Bewegung wurde von Aufklärern zerstört. Die Bewegung wurde von Menschen zerstört, die, das ist meine Einschätzung, gerne so viel Aufmerksamkeit gehabt hätten, wie Michael Ballweg sie bekommen hat. Wenn es irgendwann Geschichtsbücher geben wird, dann werden darin nicht 3, 4, 5, 6 Namen stehen. Da wird dort ein Name stehen. Und dieser Name wird Michael Ballweg sein. So wie die ganzen Leute, die mit Mahatma Gandhi gelaufen sind, nicht in den Geschichtsbüchern stehen. So wie die Leute, die Martin Luther King unterstützt haben, nicht in den Geschichtsbüchern stehen und so weiter und so fort. Glasnost, auch nicht eine Person. Trotzdem steht nur Gorbatschow in den Geschichtsbüchern. Das gleiche gilt für Lech Walesa. Das war eine Riesenorganisation in der Danziger Werft. Aber es war ein Sprecher. Es wird kein Bodo Schiffmann dort drin stehen, kein Wolfgang Wodak, kein Sucharit Bhakti, kein Ralf Ludwig, kein Wolfgang Greulich. Vielleicht, wenn es irgendwo ein Gedenkmuseum gibt, dann wird man darin auch einen Platz haben. Aber es wird einen geben, das ist Michael Ballweg. Und diese Bewegung hätte es ohne Michael Ballweg nicht gegeben. Und die gesamte europäische und die gesamte Weltbewegung hätte es ohne einen Michael Ballweg nicht gegeben. Und warum? Und das fasse ich nicht. Wird diese Bewegung von innen zerstört. Nicht Michael Ballweg hat es geschafft, dass die Bewegung nicht anschlussfähig war, sondern die Leute, die immer wieder völlig belanglose Geschichten wie ein Treffen mit dem König von Deutschland oder Ähnliches hervorgezogen haben, um einen Ehrenmann zu diskreditieren. Von diesen Akteuren, die haben meine Nummer, die sind auf meiner Prioritätsliste. Das heißt, wenn zum Beispiel Markus Heinz eine Nachricht schreibt, dann macht es bei mir Ding. Das passiert nicht bei vielen Leuten. Das sind 20 Leute insgesamt. Und dann reagiere ich sofort. Und wenn er mich anruft, reagiere ich sofort. Und das Gleiche gilt auch für Menschen wie Alexander Ehrlich, Ralf Ludwig, Wolfgang Greulich, Roger Bittel und andere, die in dieser Bewegung sich exponiert haben. Warum, wenn ich ein Gespräch führe mit Markus Heinz und mache das vertraulich, warum schreibt er dann danach eine Nachricht? Die
als Überschrift hat, dass wir nicht gesprächsbereit sind und im Nebensatz das Ganze so verklausuliert darstellen, dass daraus kommt, dass wir nicht gesprächsbereit sind. Nun, ehrlich gesagt, ich wüsste gar nicht, über was es viel zu sprechen gibt. Fangen wir es nochmal zusammen. Michael Ballweg hat Geldgeschenke bekommen von Menschen aus unserer Bewegung. Ich habe Geldgeschenke bekommen von Menschen aus unserer Bewegung. Ralf Ludwig hat Geldgeschenke bekommen von Menschen aus unserer Bewegung. Wolfgang Greulich nicht. Nur so als Beispiel. Samuel Eckert, weiß ich nicht, keine Ahnung. Allesamt waren sehr erfolgreiche Geschäftsleute. Wir hatten deutlich mehr Geld, bevor wir auf die Idee gekommen sind, uns in die Öffentlichkeit zu stellen. Was bringt jemand, der erst später dazugekommen ist, dazu, dass er sich derartig in den Vordergrund spielen muss, dass er meint, er muss offene Briefe schreiben, dass er mir eine detaillierte Aufstellung bringt über jedes YouTube-Video, was er je gemacht hat, in der Zahl. Ich weiß nicht, wie viele YouTube-Videos, Telegram-Videos, Interviews, Demonstrationen und ähnliches ich gemacht habe. Ich habe darüber kein Buch geführt. Ist das ein Wettbewerb? Nun, andere haben das vielleicht gemacht. Ich weiß nicht, warum man das überhaupt weiß, ehrlich gesagt, weil ich habe nie ein Video gemacht, um zu sagen, hey, ich habe die meisten Videos gemacht, hey, ich habe die meisten Demonstrationen gemacht. Ich habe immer gedacht, es geht um was anderes. Ich habe gedacht, es geht darum, diesen Schwachsinn hier zu beenden. Und anfangs dachte ich nur, die Regierung ist falsch informiert. Ich dachte nur, die Regierung verbreitet Panik und es ist gefährlich. Meine Vorhersagen in den ersten 10 Videos sind heute fast alle Realität geworden. Das Video Nummer 11, in dem gesagt wurde, dass Menschen, die älter als 80 sind, aktive Sterbehilfe bekommen, war ein Gamechanger für mich. Ich bin aufgewacht. Ich habe gemerkt, wie tief der Staat ist. Dann habe ich Parteien gegründet, zusammen mit Ralf Ludwig. Und ich habe gemerkt, wie tief der Staat ist, weil nämlich das passiert, was auch bei anderen Organisationen immer wieder passiert. Auf einmal kommen Leute, die sich nach oben spielen, die sehr bewusst aktiv in den Vordergrund treten, um am Ende das Ganze von innen heraus zu zerstören. Das waren nicht im Falle von Widerstand 2020 Viktoria Hamm, Ralf Ludwig oder ich, die das Ganze zerstört haben. Und das war auch im Fall von Wir 2020, war es nicht ich, der das Ganze zerstört hat. Ich habe jedes Mal nur die Konsequenz gezogen und habe gesagt und gelernt, dass Parteien nicht die Lösung sind. Sie sind das Problem. Und ich finde es wirklich erstaunlich. Wir haben jetzt jemanden, der, ohne dass die Ermittlungsakten den vertretenen Anwälten zur Verfügung gestellt werden, in Untersuchungshaft, in Quarantäne, also in Einzelhaft sitzt, in einem Land wie Deutschland. Wir sind in einem Land, in dem jemand wie Alina Lipp einen Haftbefehl in Deutschland erwartet, weil sie die andere Seite des Krieges als Journalistin präsentiert. Und verschiedene Menschen unserer Bewegung kommen in dem Moment, wo sich die Bewegung zusammenrauft und wieder stark wird, wegen Michael Ballweg, der im Gefängnis sitzt, kommen sie auf die Idee und fangen an, Aufklärungsarbeit zu machen, warum wir nicht anschlussfähig sind. Und wenn Teile von denen, die Fragen über Schwarz-Weiß-Rot sagen, die dürfen nicht dabei sein, da darf man sich nicht anschließen. Und ein anderer, der fragt, sehr offen für Schwarz-Weiß-Rot ist, derjenige weiß genau, was ich meine, dann ist das allerdings eine Sache, wo ich sagen muss, so langsam aber sicher geht mir hier ein Licht auf, Freunde. Und ich finde, dieses Licht gefällt mir nicht. Also entweder wir haben es hier wirklich mit Menschen zu tun, die unbedingt gerne die Rolle in den Geschichtsbüchern von Michael Ballweg haben wollen. Ihr werdet sie niemals bekommen. Es wird am Ende nur einen einzigen in den Geschichtsbüchern geben. Das seid nicht ihr. Das bin nicht ich. Es ist Michael Ballweg. Weil wir sind alle nur die, die ihn auf diesem Weg unterstützt haben. Und es ist wichtig, dass wir Querdenken wieder hochhalten. Es ist wichtig, dass wir zu Querdenken stehen. Und es ist wichtig, dass wir zu Michael Ballweg stehen. Und es ist wichtig, dass wir am 9.7. vor diesem Scheißgefängnis stehen und in einer Mannstärke, die Deutschland noch nicht gesehen hat. Und es ist wichtig, dass Leute, die die Bewegung absichtlich diskreditieren und zerstören wollen, für ein für alle Mal dieses Handwerk gelegt wird. Es reicht. Wir sind gemeinsam auf einem Ziel gegen einen gemeinsamen Feind. Und mir ist das völlig Banane, ob jemand schwarz-weiß-rote Fahnen trägt. Darüber kann man diskutieren, wenn wir dahin gekommen sind, dass die verfassungsmäßigen oder grundrechtmäßigen Grundrechte wiederhergestellt sind. Ich bin es leid,
ich bin jetzt auch leid, hier, ich sage jetzt mal, ausgetrickst zu werden. Was für einen Sinn macht es, mit diesen Menschen zu sprechen? Erinnert sich Alexander Ehrlich daran, wie viel ich für ihn Werbung gemacht habe? Erinnert sich da irgendjemand dran, hinter wen ich mich mittlerweile alles gestellt habe und mich weiter hinter jeden stellen werde, aber nicht mehr hinter jeden? Das ist ein Fehler. Es ist ein Fehler. Ihr könnt ja selbst entscheiden, wem ihr glaubt, wem ihr vertraut, was ihr macht. Das ist eure Sache und das will ich euch nicht vorschreiben. Aber es ist ein Unding. Auch vor allen Dingen gegen jemanden zu hetzen, der sich im Moment nicht wehren kann. Der sitzt nämlich in Quarantäne, soweit ich weiß, einzelhaft, in einer Zelle. Und jetzt sind wir doch mal so, sagen wir doch mal, Michael Ballweg hat, als er seine Zahlen präsentiert hat, seine Ausgabenseite, die Einnahmenseite nicht genannt. Okay, Fehler. Mach doch mal eine Einnahmenüberschussrechnung. Das, was Michael Ballweg gespendet bekommen hat, und die Zahl ist ja mittlerweile zum Beispiel bei Focus durchgegangen. Und dann nehmt ihr mal seine Ausgabenrechnung und dann macht ihr einfach mal eine Einnahmenüberschussrechnung. Also Einnahmen gegen Ausgaben. Und dann werdet ihr feststellen, dass dort ein politischer Gefangener sitzt, den man in eine Falle gelockt hat, indem man ihm seine Konten gekündigt hat und er gedacht hat, er muss das Geld irgendwo parken. So sehe ich das. Ich kenne die Ermittlungsakten nicht, aber das ist das, was ich mitbekomme und das, was ich erlebe. Und verdammt nochmal, es gibt keinen Grund, sich dafür zu schämen, zu Querdenken zu gehören. Und ja, wir sind anschlussfähig. Dieses Gerede, dass wir nicht anschlussfähig sind, es sind Unmengen innerhalb von wenigen Monaten auf die Straße gegangen und das war einzig und alleine das Verdienst von Querdenken, und zwar weltweit. Wir hatten am Ende Querdenken Ankara, wir hatten Querdenken quer über die Welt. Querdenken wurde ein Begriff, den man sogar in Amerika gekannt hat. Und da kommen dahergelaufen immer dieselben, die schon mal die Bewegung zerstört haben. Und diese Bewegung kam gerade wieder zusammen. Wirklich. Guckt die Zeit zurück, schaut es euch an. Und in dem Moment, wo alle wieder in die richtige Richtung marschieren, muss jemand Aufklärung machen. Ich frage mich, warum. Und es ist mir ziemlich egal, was ihr darauf antwortet. Es ist mir sowieso egal, was ihr von mir haltet. Weil es geht nicht um mich. Es geht auch nicht um Michael Ballweg. Es geht darum, dass wir die Demokratie verloren haben. Die Meinungsfreiheit, die körperliche Unversehrtheit, unsere Grundrechte, den Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Nun, meine Würde ist längst angetastet. Die von Alina Lipp, die heute ein für mich sehr bedrückendes Video gemacht hat. Ebenfalls die von Michael Ballweg auch. Und die von jedem Einzelnen von euch da draußen genauso. Was bringt es der Bewegung, in diesem Zeitpunkt darüber zu diskutieren? Und dann einen offenen Brief, jetzt wieder an mich, ich habe ihn im Kanal verlinkt, reinzusetzen. Um mich öffentlich zu fragen, statt mich anzurufen, lieber Alexander. Ich habe dir das auch geschrieben. Du hast meine Nummer. Du kannst einfach anrufen, ich heb den Hörer ab. Du konntest anrufen, ich habe den Hörer abgehoben. Ich glaube nicht, dass ich das in Zukunft tun werde. Und ich muss sagen, für mich, wieder was gelernt. Es gibt ein paar Leute, die sind mir sehr nahe. Und auf diese Menschen kann ich mich auch blind vertrauen. Das sind meine Busketiere und es ist Michael Ballweg. Und meine Admins in meinem Telegram-Kanal, das sind die neben meiner Familie, denen ich wirklich noch vertrauen kann. Es gibt noch einen Anwalt, den Namen nenne ich jetzt nicht, dem vertraue ich auch. Und zwar grenzenlos, neben Ralf Ludwig. Und über den Rest muss ich, glaube ich, in vielen Fällen wirklich nachdenken. Ich nehme noch Daniel Langhans dazu. Ich nehme noch Roger Bittel dazu. Das sind Wegbegleiter, die die gesamte Zeit da waren, die zusammengehalten haben, die die Reihen geschlossen haben. Viele andere haben, glaube ich, ein anderes Ziel. Die müssen ein anderes Ziel haben. Wenn die recht hätten, die Leute, die gegen mich oder gegen Michael hetzen, die können mal schauen, wenn ich so das letzte Mal irgendwo nach was gefragt habe. Ich könnte doch einfach hier in Afrika sitzen, mein Ding ausschalten und das Leben genießen.
in meinem Hotel. Die Beine hochlegen, Cocktails trinken, Golf spielen, was auch immer. Es lässt mich nicht los. Dieses Verbrechen lässt mich nicht los. Und ich kann nicht ruhig sein. Und ich kann nicht aufhören. Und ich will nicht aufhören, weil es hat nicht aufgehört. Und diese Menschen, die sich diese Scheiße ausgedacht haben, die hören auch nicht auf. Wenn die aufhören, kann ich auch aufhören. Wir wollen überhaupt nicht weitermachen. Wir wollen auch nicht irgendwo ein Denkmal haben. Wir wollen, dass diese Scheiße aufhört. Wir wollen unser Leben zurück. Wir wollen wieder normale Menschen sein. Wir wollen nicht im Mittelpunkt stehen. Wir wollen nicht irgendwelche Revolutionen anführen. Wir wollen überhaupt keine Revolution. Wir wollen einfach, dass unsere Kinder eine Welt haben, für die wir verantwortlich sind, für die ich mich verantwortlich fühle. Dann fühlt sich auch Michael Ballweg, Ralf Ludwig, Wolfgang Gräulich verantwortlich fühlt. Diese Menschen haben das, glaube ich, nicht verstanden. Vielleicht ist es Dummheit, dass sie alles zerstören. Vielleicht sollten sie mal gucken, was sie erreicht haben mit ihrer Aufklärungsarbeit. Vielleicht sollten sie mal gucken, wie negativ sie die Bewegung beeinflusst haben und wie anschlussunfähig das die Bewegung gemacht hat. Das war nicht die Bewegung, das war nicht Querdenken. Das waren die Leute, die glauben, immer nach Fehlern suchen zu müssen. Und natürlich hat Querdenken vielleicht Fehler gemacht, aber wozu auch nicht? Das ist mein Vorteil und ich bin sehr stolz, dass ich das so gemacht habe, im Nachhinein betrachtet. Ich habe immer gesagt, wenn es hieß, du musst dich mit denen zusammenschließen, mit denen zusammenschließen, mit denen zusammenschließen, habe ich immer gesagt, nein, ich schließe mich mit niemandem zusammen, ich bin ich. Ich mache meine Fehler, ich räume meine Fehler ein, ich mache falsche Aussagen, ich nehme sie wieder zurück, ich vergaloppiere mich, ich ändere meine Meinung ständig. Weil ich dazulerne, weil ich selbst forsche, weil ich ein Suchender bin und weil ich die Wahrheit nicht kenne und nicht glaube zu kennen. Aber ich bin manchmal zu gutgläubig. Und das ist mir schon oft passiert. Es ist mir bei den Parteien passiert. Es ist mir auch in der Bewegung passiert. Und dort, ich glaube einfach an das Gute im Menschen. Das ist mein Fehler. Es ist vielleicht meine Stärke, aber es ist vor allen Dingen auch meine Schwäche. Meine Schwäche ist, dass man mich sehr leicht blenden kann. Und dass man mich auch leicht hinters Licht führen kann. Und das weiß ich. Auf der anderen Seite weiß ich, dass dadurch, dass ich Menschen vertraue, mir viele Menschen ihr Vertrauen schenken. Und dafür möchte ich mich bedanken. Und das musste jetzt raus, weil mir hat es den Abend versaut. Meine Familie sitzt jetzt mit unseren Gästen im Hotel und unterhält sich mit denen. Ich habe Streit gehabt jetzt mit meiner Familie, mit meinen Kindern. Ich habe meine schlechte Laune an ihnen ausgelassen. Das war falsch. Ich muss mich dafür jetzt entschuldigen. Aber es hat mich getroffen und es trifft mich. Diese völlig unsinnigen Angriffe, diese Gewalt innerhalb unserer sogenannten Friedens- und Freiheitsbewegung und Liebe. Nein, aber das wollen diejenigen auch nicht. Das sind genau die, die am Ende eben nicht das vertreten, was Querdenken eigentlich vertritt. Weil Querdenken ist Liebe. Querdenken ist die Herzminute. Vom 1. August 2020. Und wer dabei war und wer diese Herzminute erlebt hat, der weiß, wovon ich rede. Der hat die Energie gespürt. Und wer Michael Ballweg gesehen hat auf den Demos, habt ihr Michael Ballweg jemals so ausrasten sehen wie mich? Ich nicht. Dieser Mann steht für mich für Liebe. Und der hat so viel riskiert. Und noch einmal, zeigt es ihm, gebt es ihm zurück. Und zeigt damit auch denen, die bei dieser Bewegung versuchen zu spalten, dass ihr die Bewegung nicht spaltet. Geht am 9.7. nach Stuttgart, wo auch immer ihr seid, wenn ihr es irgendwie machen könnt. Und wenn ihr nicht in der Situation seid wie Alina Lipp, die verhaftet wird, wenn sie nach Deutschland kommt, oder andere. Wir haben so viel aufgebaut. Wir haben so viel geschafft. Wir haben die gesamte Welt in Bewegung gesetzt. Und das lasse ich nicht zu, dass das von ein paar kleinen Emporkömmlingen hier kaputt gemacht wird. Das lasse ich nicht zu. Und ich finde deutliche Worte. Ich habe immer deutliche Worte gefunden. Und ich werde jetzt wieder Anrufe kriegen von allen möglichen Leuten, die sagen, jo, das bin halt ich, damit muss man leben. Das ist Bodo. Bodo sagt seine Meinung. Das habe ich in Schulzeiten gemacht, das habe ich im Studium gemacht, das habe ich immer gemacht. Und das werde ich immer tun.
Ich werde nicht meinen Mund halten, ich werde meine Meinung vertreten und vielleicht bin ich damit nicht immer sehr diplomatisch. Aber was ich bin, das ist ehrlich. Ich bin ehrlich, ich bin offen und ich kann das nicht ab, wenn solche Ungerechtigkeiten passieren. Da geht mir wirklich die Galle über und da werde ich echt sauer. So, jetzt geht's mir besser. Warum mache ich solche Videos? Weil es mir danach besser geht. Weil ich nämlich dann diesen Knoten in der Brust gelöst kriege. Ich habe gerade einen Gast, der hat mir das gesagt, dass er zum Beispiel eine Kündigung abgegeben hat, dass er gemerkt hat, es tut ihm nicht gut. Dann hat er es weggegeben und hat gemerkt, wie der Schmerz vom Herz verschwunden ist. Und ich merke mit jedem Wort, was ich hier in die Kamera reinsage, wie mein Schmerz weggeht. Und wie sich der Schmerz die letzten Tage wieder aufgestaut hat, weil Menschen Unfrieden stiften, statt Frieden zu schaffen. Und das ist kein Unterschied, ob man den Unfrieden in der eigenen Bewegung schafft, weil der Unfrieden ist nicht von außen gekommen. Nochmal, der wurde von innen ohne Grund hervorgerufen. Ohne Grund. Und diejenigen, die immer wieder Unfrieden stiften, ohne Grund, auf die sollte man ein Auge haben. Ich werde das in Zukunft auf mein Auge darauf haben. Ich danke euch, dass ihr euch das angehört habt. Ihr könnt gerne über mich urteilen. Steht euch zu. Ich werde auf keinen weiteren offenen Brief antworten. Ich werde auf kein weiteres Video antworten. Und im Gegensatz zu dem, was ich gesagt habe mit dem Video vom 14.03., dass ich gesagt habe, dass, oder dachte, es wäre nur ein Video, 14.03.2020. Ich habe jetzt alles gesagt. Auch zu diesem Thema habe ich alles gesagt. Und es liegt an euch, dass ihr eine Entscheidung trefft. Und es liegt an euch, ob ihr euch blenden lasst von Menschen, die Unfrieden stiften, oder ihr bei denen folgt, die Frieden stiften. Ich bin sicher, auch Mahatma Gandhi hatte Leute, die ihm Sachen nachgesagt haben und die ihn absägen wollten. Macht's gut. Gottes Segen. Schlaft gut.